Samstagabend, 20.15 Uhr. Sie haben den richtigen Sender gewählt. Spektakulärer Basketball wird hier Ihnen geboten im DSF. Die S-Oliver Basketball Bundesliga begrüßt Sie recht herzlich zu unserem Topspiel der Woche. DJK S-Oliver Würzburg gegen Metabox Braunschweig. Und damit darf ich Ihnen sagen, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Was gibt es zu sagen vor diesem Spiel? Der Tabellen-Siebte empfängt den Tabellen-Achten. Beide Mannschaften haben jeweils 4 Siege als auch 4 Niederlagen auf dem Konto. Da könnte man auf den ersten Blick meinen, da gibt es viele Gemeinsamkeiten, da gibt es viele Parallelen. Aber das ist tatsächlich nur auf den ersten Blick so. Wir wollen mal auf die Einzelheiten schauen und deswegen haben wir natürlich wieder einen kompetenten Co-Kommentator an unserer Seite, Dirk Bauermann, Cheftrainer in Hagen. Herzlich willkommen. Wir haben über die Parallelen gesprochen. Wir wollen jetzt über die Unterschiede sprechen. Ich habe in der Vorbereitung mir die Tabelle mal genau angeschaut und war überrascht. Ich habe einerseits diesen optischen Eindruck, Würzburg, eine junge Mannschaft, die viel läuft, aber die machen die wenigsten Punkte in der Liga. Wie erklärst du dir das? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass Würzburg sehr viel Energie in der Verteidigung verbraucht und dann ist man schon mal etwas unkonzentriert und nicht ganz so stark im Angriff. Der zweite Grund ist sicher, dass Würzburg eine sehr junge Mannschaft hat und Spieler hat, die schon einmal das Einzelspiel vielleicht übertreiben und auch einen überhasteten frühen Wurf nehmen. Und vielleicht fehlt auch noch ein wirklich guter Mann innen, der auch einmal, was die Punkte angeht, entlasten kann. Und Würzburg ist ja auch eine eher der Mannschaften, die von den Prozenten etwas schwächer schießt. Was damit zu tun hat, dass schon einmal der eine oder andere frühe Wurf genommen wird, den man vielleicht besser nicht nehmen sollte. Du hast es gerade angesprochen. Dirk Bauermann spricht von Talenten. Wer sich ein wenig im Basketball auskennt, der kann natürlich mit dem Namen Dirk Nowitzki etwas anfangen. Der hat die Grundschule des Basketballs hier erlernt und dann versucht, weitere Talente dorthin zu bringen. Ein kleiner Beitrag für uns, für Sie, die Talentschmiede à la Würzburg. Dirk Nowitzki hat es geschafft, aus dem kleinen Würzburg in die große NBA. Nowitzki ein Ausnahmetalent, doch in Würzburg scheint es ohne Ausnahme Talente zu geben. Allerdings ist es kein Zufall, dass die X-Rays mit Marvin Willoughby wieder einen haben, der den Sprung über den großen Teich vollbringen könnte. Ja, andere Vereine holen halt irgendwelche 30-jährigen Ausländer oder irgendwelche EU-Ausländer und lassen die spielen und wir lassen halt die Jüngeren spielen, wie Marvin und wie sie auch alle heißen. Und sie haben eine große Rolle in der Mannschaft und können da Verantwortung übernehmen und deswegen können sie sich da gut weiterentwickeln. Marvin Willoughby, 22 Jahre alt, 2 Meter und 2 groß, U22 Nationalspieler, Typ Allrounder mit Durchsetzungsvermögen. Also seine Stärken sind ganz klar, sein Drang zum Korb. Er ist unter dem Korb richtig bärenstark, holt gut Rebounds auf jeden Fall. Seine Schwächen sind vielleicht, dass er sich manchmal ein bisschen aus der Ruhe bringen lässt. Ein bisschen ein Hitzkopf ist, auch vom Schiedsrichter sich manchmal rausbringen lässt, aber ansonsten, also ich glaube, für jede Mannschaft ein Gewinn. Willoughbys Entwicklung, ein Beispiel, wie Nachwuchsförderung funktionieren kann. Auf dem Gelände des Nike-Zentrums wohnt er zusammen mit seinem Teamkollegen Darko Krezic nur 2 Minuten von der Trainingshalle entfernt. Doch die Würzburger wollen nicht nur die basketballerischen Fähigkeiten ihrer Talente fördern. Das Konzept ist auf jeden Fall, denke ich, einzigartig, dass Spieler wirklich angehalten werden sogar zu studieren, auch was für den Kopf zu machen und nicht nur Basketball zu spielen und auch für die Zukunft irgendwie ein bisschen in die Zukunft zu gucken und auch für die Zukunft zu planen und nicht nur den Ball im Kopf zu haben. Das ist auf jeden Fall einzigartig. Trotz der Doppelbelastung findet Willoughby noch Zeit für Sonderschichten bei Special-Co-Trainer Holger Gschwindner, dem Mann, der auch Dirk Nowitzki formte und das zahlt sich aus. Ich denke, er kann ein europäischer Topspieler werden, auf jeden Fall Nationalspieler. Er hat hervorragende körperliche Voraussetzungen, eine gute Einstellung. Es liegt an Marvin selbst. Marvin Willoughby, einer, der es schaffen kann. Er wäre ja nicht der Erste aus Würzburg. Marvin Willoughby, stellvertretend für das Konzept hier in Würzburg, junge Leute zu holen, junge Leute zu fördern. Dirk, vielleicht ein Vorbild auch für andere Bundesliga-Vereine? Ohne Frage. Es tut der DJK, der Oliver, Bundesliga sicher nur gut, wenn junge deutsche Spieler Furore machen. Das tun sie hier und da hilft dieses Internat sicher sehr mit. Und das, glaube ich, ist vorbildlich auch für andere Vereine. Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Wir haben am Mikrofon jemanden, der an diesem Konzept mitgearbeitet hat. Der ist jetzt im Gespräch bei unserem Feldreporter Nils Jäger. Ja, an meiner Seite jetzt der Co-Trainer der Würzburger, Pitt Stahl. Pitt Stahl, die Frage an Sie, kann man sich mit dem Würzburger Modell, mit dieser Philosophie der Nachwuchsförderung langfristig oben festsetzen in der Bundesliga? Ich
Ich denke schon, dass wir uns langfristig in der Bundesliga festsetzen können. Ob es zur absoluten Spitze reicht, weiß ich nicht. Aber wir sind jetzt das dritte Jahr dabei. Und ich glaube, unsere Jungs zeigen auch dieses Jahr, dass man mit einer sehr jungen Mannschaft mit vielen deutschen Spielern durchaus in der Bundesliga bestehen kann. Vielen Dank. So viel zum Jugendkonzept hier in Würzburg. Kommen wir rüber zu den Braunschweigern. Da funktioniert das etwas anders. Nur zwei Spieler aus dem letzten Jahr hat man übernommen. Über 80% der Mannschaft wurde ausgetauscht. Und der Schlüsselspieler, das ist der amerikanische Point Guard. Das ist Terrell McIntyre. Lediglich 1,75 groß. Eine illustre College-Karriere hat er hinter sich bei den Clemson Tigers. Letztes Jahr in Frankreich aktiv. Da hat er im Schnitt 25 Punkte gemacht in Grevelin. Und jetzt in Braunschweig der entscheidende Mann. Lenker und Denker im Team von Brad Dean. Und um das Ganze mal zu belegen, hier haben wir einige Zahlen. Über 17 Punkte macht er, fast 6 Assists pro Spiel und er ist die Nummer 1, was die Minuten betrifft in Braunschweig. Fast 38 Minuten pro Partie. Da muss man natürlich nachhaken, ein Point Guard amerikanischer Güteklasse im Team von Metabox Braunschweig. Natürlich die Frage, wie wichtig ist so ein Playmaker für ein Bundesliga-Team? Man sieht schon an den Statistiken, dass er für Braunschweig natürlich sehr wichtig ist. Es gibt allerdings auch Mannschaften, wie vielleicht auch die von Brandhagen, in der solche Aufbauspieler eher nicht passen, weil sie bessere Leute drumherum haben, die sie einsetzen müssen. Für Braunschweig ist er Gold wert. Also, wir haben sie kennengelernt, zumindest auf den ersten Blick, die beiden Mannschaften, Würzburg und Braunschweig. Zwei Mannschaften mit Parallelen, aber auch mit Unterschieden. So viel zur Theorie. Gleich kommen wir zur Praxis, denn die Wahrheit, die liegt ja bekanntlich auf dem Platz. Gleich geht's los. Live-Basketball aus der S-Oliver-Basketball-Bundesliga. Würzburg gegen Braunschweig. Bleiben Sie dran. Würzburg zu unserem Topspiel der Woche. DJKS Oliver Würzburg gegen Metabox Braunschweig. Ausverkaufte Karl-Diem-Halle. Seit Tagen ist die Halle ausverkauft. Und dann mag man vielleicht meinen, Mensch, wir sind hier in der Bundesliga. Da sind die Spieler alle so abgebrüht. Die Frage zwängt sich natürlich auf. Dirk, bei Bundesligaspielern merkt man da trotzdem noch eine Nervosität angesichts dieser Atmosphäre hier in der Karl-Diem-Halle. Man merkt sicher Nervosität und die ist ja auch etwas Hilfreiches. Man braucht ja einen bestimmten Vorstartzustand, um auch eine gute Leistung abrufen zu können. Es wird sicher darauf ankommen, dass Braunschweig heute am Anfang das Tempo kontrolliert und einen guten Start hat. Dann schauen wir uns die beiden Mannschaften mal an. Fangen mit den Gästen an. Metabox Braunschweig. Momentan Tabellenachter. Ausgeglichene Bilanz, 4 Siege und 4 Niederlagen. Stipe Salia, der Mann in der Mitte, dazu Mark Flick und der Amerikaner Orlando Lightfoot. Das ist der sogenannte Frontcourt. Die beiden Kleinen, der bereits angesprochene Terrell McIntyre und dazu Jason May. Gecoacht wird die Mannschaft seit ungefähr 3 Wochen von diesem Herrn. Brad Dean dürfte den Bundesliga-Fans noch bekannt sein. 6 Jahre lang war er in Ulm, 95 hat er unter anderem mal den deutschen Pokal mit Ulm gewonnen. Auf der anderen Seite die X-Rays, die Röntgenstrahlen, wenn man so will, mit ihrer ersten 5. Auch hier fangen wir an mit den großen Leuten. In der Mitte Dirk Lommese, dazu Robert Garrett und Eric Poole, einer der beiden US-Amerikaner. Und dazu Demont Green und Ricky Moore, der andere Amerikaner, der Point Guard in Würzburg. Und das ist der Coach, er ist Kanadier, Gordon Herbert, auch sein erstes Jahr. Ein ehemaliger kanadischer Nationalspieler, 1984 bei den Olympischen Spielen dabei, damals in Seiten oder auf Seiten der kanadischen Vertretung. Wir haben es vorhin angesprochen, die Würzburger mit einer mageren Punktausbeute in der Offensive, die Braunschweiger. Die sind sehr löchrig in der Verteidigung. Die zweitschlechteste Defense. Also wir haben einerseits die gute Defense, schwache Offense gegen eine Mannschaft, die gerne Punkte macht, siehe Braunschweig, aber mehr Punkte durchlässt. Was glaubst du, welcher Faktor wird sich durchsetzen? Ich denke, dass gerade hier zu Hause die Athletik und die Aggressivität von Würzburg wahrscheinlich am Ende den Ausschlag geben wird. Ausverkaufte Karl-Diem-Halle, 3.200 Zuschauer vor Ort. Heimbilanz bislang der Würzburger, 3 Siege, 1 Niederlage, die kam gegen Bonn mit 83-86. Los geht's, Würzburg in Weiß, die Gäste aus Braunschweig in Schwarz und in Ballbesitz, damit Terrell McIntyre, Mark Flick, das ist der Kroate, Stipe Sarnia. Mit der Nummer 8. Würzburg in Mann-Mann-Verteidigung. Eines der Markenzeichen der X-Rays. Es
sind ja zwei Mannschaften, die vom Stil und auch von der personellen Besetzung sehr unterschiedlich sind. Würzburg spielt mit drei Kleinen, während Braunschweig eher einen klassischen Aufbauspieler, einen klassischen Zweier und einen klassischen Dreier hat. Und es wird interessant sein, welche Mannschaft gerade auf der Position 3 den Vorteil hat. Eric Poole mit einem Airball. Da war kein Gegenspieler dran, also auch kein Foul. Ungewöhnlich. Das ist nicht seine große Stärke, aber der Schuss, der ging mindestens fast einen halben Meter am Ring vorbei. Steal von Würzburg. Robert Garrett. Und Eric Poole verschenkt diese Punkte. Und dann das erste Foul gegen die Braunschweiger, gegen Terrell McIntyre. Poole zeigt hier wieder seine extreme Stärke am offensiven Brett. Er ist ja einer der besten drei offensiven Rebounder in der Liga. Und gerade wenn die eigene Mannschaft Schnellangriff spielt, ist es sehr schwierig, ihn zu finden und auszuboxen. Und deshalb seine Möglichkeit, hier zum Dunking zu kommen. Einwurf für Würzburg an der Grundlinie von Braunschweig. Ricky Moore. Dirk Lommerse. Zurück auf Ricky Moore, der einfache Trick, give and go. Mark Flick. Zum Nail. Sarlia. Im Duell mit dem Niederländer, mit Lommerse, wird gedoppelt. Einer muss frei sein. Ball geht wieder zurück zum 2,8 Meter groß Quark. Zwei zu zwei. Robert Garrett. Unglaublicher Drang zum Korb. Schwer zu bremsen. Bei diesem großen Maß an Athletik, die er mitbringt. Ja, Würzburg hat hier ein hohes Blocken und Abrollen gespielt. Und Mail war nicht in der Lage, Garrett in den Block reinzudrücken, sondern Garrett ist weg vom Block und hat dann den direkten Weg zum Korb gesucht und steht jetzt an der Freiwurflinie. A-Nationalspieler in Reihen der Würzburger, nicht der einzige übrigens, denn vor wenigen Tagen hat sein Mannschaftskamerad Demand Green, der Mann mit der Nummer 7, auch eine Einladung zur A-Nationalmannschaft bekommen. Das sind die zwei deutschen A-Nationalspieler. Und dann gibt es noch einen niederländischen Nationalspieler, Dirk Lommerse. Auch der hat eine Einladung für die holländische Auswahl bekommen. Orlando Lightfoot, vielseitiger Spieler, kann Dreier treffen. Ricky Moore auf dem Mann Green. Der erste Dreier des Spiels. 7 zu 2 die Führung für Würzburg. Genau was du angesprochen hast, Würzburg will Tempo machen. Es ist sicher auch aus Braunschweiger Sicht unerfreulich, wenn Lightfoot, der von dem kleinen Moore verteidigt wird, von außen wirft. Er muss nach innen gehen und da im Post-up-Spiel seine Chance suchen. Erstes Foul gegen Dirk Lommerse. Einmal Meter 14 in Weiß. Der jüngst eine Berufung zur holländischen A-Nationalmannschaft erhielt. Da ist er, 25 Jahre jung. Hat ein Riesenpotenzial, so sagt es jedenfalls Pitt Stahl, der Assistenztrainer hier in Würzburg. McIntyre. Auf Salia. Wieder im Duell gegen Lommers. Garrett. McIntyre mit dem ersten Dreier für die Braunschweiger. Ein Mann mit einer unglaublich guten Quote trifft 50% von der Dreierlinie. Er ist viel, viel gefährlicher von der Drei-Punkte-Linie, als alle Mannschaften das bisher annahmen. Und das macht ihn natürlich noch gefährlicher, weil er dadurch einen Schritt schneller wird. Foul gegen Mark Flick. 2,4 Meter groß. Also für mich einer der vielseitigsten Spieler überhaupt in der Liga. Aber da hat er natürlich auch Schwierigkeiten gegen Eric Poole. Der ist etwa gleich groß, aber vielleicht einen Funken erfahrener. Mark Flick ist ja auch so ein halber Dreier, also ein halber Flügel, der von außen spielt. Er hat allerdings die Größe eines Vierers und er ist sicher nicht so stark
im defensiven Rebound, wie man das eigentlich gerne gegen einen Mann gekriegt hätte. McIntyre wird verteilt von Demond Green. Orlando Lightfoot, Tür 3, rollt raus, Offensiv-Rebound. Und im zweiten Nachsetzen das Foul gegen Dirk Lommese. Und es wird Freiwürfe vergeben für Mark Flick. Das ist der erste erfolgreiche Dreier. Braunschweiger umgesetzt durch Terrell McIntyre. Ich sagte gerade, er wird glaube ich einen Schritt schneller. Was ich meine ist, wenn ein kleiner Mann wie er ihn auch noch sehr erfolgreich von außen schießen kann, muss der Verteidiger näher auf ihn raus und dadurch wird er noch schneller, weil er jetzt natürlich besser ziehen kann mit dem Mann in seinem Gesicht und wird dadurch noch schwieriger zu verteidigen. Mark Flick zum 6:8 aus Sicht der Gäste aus Niedersachsen. Ricky Moore für 3. Der Rebound in den Händen von Orlando Lightfoot. Man sieht aber doch hier in der Spielanlage von Würzburg, wie sehr die Mannschaft lebt und stirbt mit dem Wurf von außen. Es fehlt ja doch ein langer Mann in der Mitte, der einmal diese Werfer entlasten könnte. Und die Frage ist natürlich, wie lange geht das gut bei diesen vielen Versuchen von außen? Denn das ist ja logisch, die Quote direkt am Brett ist natürlich wesentlich höher, als wenn man es immer wieder von außen versucht. Green. War gut gesehen von McIntyre. Korb zählt und das Foul geht gegen Würzburg, gegen Robert Garrett. Das zweite Mal in den letzten zwei Minuten, in denen Würzburg einen relativ frühen Sprungwurf genommen hat. Braunschweig bekommt den Rebound und jedes Mal zwei leichte Punkte im Stellangriff. Aber die Szene nochmals. Ich denke, die Entscheidung geht okay. Das Foul gegen den Verteidiger. Aber der Korb hätte eigentlich zählen müssen. Das reklamieren gerade die Braunschweiger. Bin ich mal gespannt, wie der Schiedsrichter das entscheidet. Also für mich war das eine klare Entscheidung. Korb müsste zählen. Der müsste eigentlich zählen. Und ja. McIntyre hat uns beide auch gerade angeguckt nach Hilfe, aber wir können nicht helfen. Okay, wir haben sie gut gegeben. Steve Salia an der Linie. Also Korb zählt und ein Bonusfreiwurf kommt dazu. Burkhard Steinbach jetzt im Spiel bei den Würzburgern, so eine Art Publikumsliebling hier. Der Mann mit der Nummer 6. Garrett. Auf Moore. Auf Green. Und Braunschweig in Ballbesitz. McIntyre. Jason Mayle. Ah, gute Bewegung in der Offensive bei den Gästen. Würzburg muss verhindern, dass McIntyre, nachdem er den Ball abgegeben hat, den Ball wieder zurückbekommt. Denn dann kann er das Spiel kontrollieren und sie gerade selber erfolgreich abschließen. Garrett gegen Mayle im Rückwärtsfahren und der Rebound von Orlando Lightfoot. McIntyre abgelegt auf Flick für 3. Drin ist er. 13:8 die Führung für Braunschweig. Braunschweig macht etwas sehr Wichtiges und das ist, sie beherrschen das defensive Brett. Würzburg schießt Sprungwürfe, Braunschweig reboundet sehr gut und kommt dann zu freien Würfen aus dem Schneller. Ruhe. Wieder ein Fehlversuch von außen. Jason Mayle auf Salia, verlegt. 4:3. Robert Garrett, ich glaube, ein Punkt wichtig für Selbstvertrauen. McIntyre, also von wegen Zurückhaltung bei den Braunschweigern, die laufen mit und kontrollieren gleichzeitig das Tempo. Ja, der überragende Mann bislang, Terrell McIntyre, mit insgesamt 7 Punkten. Hier nochmals
Die Zähler für Robert Garrett. Wirklich schöne Zeitlupe. Man sieht, wie er im Sprungwurf verzögert hat. So, hier nochmals das Foul von Dirk Lommerse. Salia wirkt eher langsam, aber er läuft doch sehr gut beim Schnellangriff mit und hat jetzt schon nach unserer Rechnung 4 Punkte im Schnellangriff gemacht, nach der Schiedsrichter nur 2. Ja, erstaunlich. Ich habe den vor 3 Wochen habe ich den zum ersten Mal gesehen beim Auswärtsspiel in Bamberg. Da wirkte der nicht fit. Und im Vorgespräch mit Brad Dean merkte der an, eines der Prioritäten von Brad Dean war in den ersten Wochen die Fitness der Spieler. Also man merkt offensichtlich, das hat Früchte getragen. Ja, ganz offensichtlich nicht. Und wenn man in der Lage ist, jetzt einen dritten großen Mann wie Ramit Rajnic von der Bank zu bringen, dann ist das natürlich besonders hilfreich. Braunschweig hat einfach in diesen ersten 6 Minuten reifer in der Spielanlage gewirkt, etwas abgeklärter und dadurch sicher diese 5-Punkte-Führung. Ricky Moore, sehr zurückhaltend bislang. Die Braunschweiger dominierend im Rebound. Rajnic, wieder einer dieser langen, schnellen, beweglichen Leute. Verteidigung gegen den Schnellangriff bei Würzburg wirklich schwach jetzt. Offensiv-Rebound von Eric Poole auf seinen Landsmann Ricky Moore. Nochmals Garrett wird vor dem Wurf gefoult. So, 2 neue im Spiel bei den Braunschweigern. Du hast ihn angesprochen, Rajnic. Von dem haben wir eben schon den ersten Punkt gesehen. Dazu noch mal mit der 9, das Urgestein in Braunschweig, Harald Stein. Marvin Willoughby, der Mann mit der 10, jetzt bei den Braunschweigern. Treffer von Ricky Moore von der Dreierlinie. Würzburg hat eindeutig seine Stärken in der Halbfeldverteidigung. Wenn Braunschweig immer wieder gegen die Halbfeldverteidigung spielen muss, dann wird es schwer für Braunschweig. Wenn sie weiter so viele leichte Punkte aus dem Schnellangriff bekommen, dann wird es leichter da. Eric Poole, von da wird er nicht werfen. Missverständnis mit Burkhardt. Einbar. McIntyre. Viel Tempo im Spiel. Ricky Moore. Mit seiner großen Stärke den Rebounds. Der beste Rebounder der S. Oliver Basketball Bundesliga. 2 Punkte Führung für die Gäste aus Braunschweig. Harald Stein, das kann er. Exzellenter 3-Punkt-Schütze. Verlust durch Steinbach. 3-2. Überzahl bei den Braunschweigern. Robert Garrett zuletzt am Ball. Braunschweig bleibt in Ballbesitz. Rajnic. Terrell McIntyre kuliert das Tempo. Und das Spiel, der nächste Dreier für den nur 1,75 großen Point Guard der Braunschweiger. Es gelingt Würzburg nicht, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Er kontrolliert das Spiel nach Belieben. Und das tut den Würzburgern gerade sehr weh. Block und Abrollen jetzt wieder bei Würzburg. Oh, der Korb zählt. Für meinen Geschmack großzügige Auslegung, sogenannte Continuation Rule, aber die Schiedsrichter haben es entschieden, Korb zählt. Kontrollieren nochmals. Auch anschauen wahrscheinlich die NBA im DSF. Aber ich denke, vertretbar die Entscheidung, ne? Sicher vertretbar, ja. Jeder Kontakt, klare Bewegung zum Korb.
Punkte werden Robert Garrett gut geschrieben, das Foul Terrell McIntyre. Und es gibt einen Bonus-Freiwurf für Robert Garrett. ...18-23 aus Sicht der Gastgeber. Paul gegen Krešimir Lonka. Steht eigentlich unter Vertrag bei Bennett Wieso. Ist allerdings ein Jahr ausgeliehen worden nach Würzburg. Und da haben wir es wieder. DJK Würzburg, so eine Art Ausbildungsstätte für talentierte Basketballer. Ein hochinteressanter Spieler, gerade 18 Jahre alt, glaube ich. Ja, ein Riesentalent. Kroate. Wieder kann man sehr schön, wie Garrett die Faust zeigt. Das bedeutet hohes Blocken und Abrollen. Aber diesmal ist er nicht zum Korb gezogen, sondern hat den Dreier genommen. Und der fällt im Augenblick einfach nicht für Würzburg. Ja, als markante Zahl vielleicht in diesem ersten Viertel auf Seiten der Würzburger nur 32% aus dem Feld. Nur 32% aus dem Feld. Es zeigt sich einfach, dass man nicht mit dem Sprungwurf, dem Wurf von außen, leben und sterben kann. Es fehlt einfach die Möglichkeit, auch einmal den Ball nach innen zu gehen, auch an die Freiwurflinie zu gehen. Und vielleicht müssen Garrett Moore noch aggressiver zum Korb gehen, denn einen wirklichen Wurfblocker hat Braunschweig ja auch nicht da stehen. Auf 5 auf der 24 Sekunden Uhr. Robert Garrett mit den Punkten 10 und 11. Und er zählt nicht mehr. Also Endstand, erstes Viertel, 20-23 aus Sicht der Gastgeber. Beim Spiel der DJK gegen Metabox Braunschweig. Und die Gäste führen mit 23-20. Bislang eine gelungene Vorstellung der Niedersachsen hier in Unterfranken. In jedem Fall, Braunschweig, glaube ich, hat fast alles richtig gemacht in diesem ersten Viertel. Und Würzburg kann eigentlich froh sein, nur mit 3 Punkten hinten zu liegen. Malik Rudigkeit, der Mann mit der 7 bei den Braunschweigern. Mit keinem gelungenen Einstand. Turnover. Aber Marvin Willoughby hat hier natürlich auch sehr engagiert am Ball verteidigt und sich dadurch diesen Ballgewinn redlich verdient. Demond Green im Duell mit Terrell McIntyre. Robert Garrett gegen Rodigkeit. Und der nächste Ballverlust. Braunschweig, das sieht man, versucht die Mitte eng zu machen, die Zone zu verteidigen und Würzburg fast dazu zu zwingen, von außen zu schießen. Man hat offenbar diese Schwäche aus der Distanz erkannt. Das ist sicher ein sehr intelligenter Plan hier, den Braunschweig hat. Braunschweig bleibt in Ballbesitz. Noch 8 Sekunden auf der 24-Sekunden-Uhr. Reimitsch. 2,3 Meter groß, athletisch und gleichzeitig beweglich. 5 Punkte Vorsprung für Braunschweig. Erneut ein Steal durch die Braunschweiger. Salia, ich glaube, den hätte er vor 3 Wochen nicht gemacht. Wesentlich fitter Stipe Salia. 27-20. Willoughby. McIntyre auf Salia. Clevere Täuschung. 3 Leute lässt er fliegen. Sehr erfahrener Mann, 33 Jahre alt. Einmal kurz genickt und schon fliegen die Verteidiger der Würzburger. Hier haben wir die Szene nochmals. Einmal kurz genickt und 3 gehen hoch. Sieht auch sehr schön, wie er etwas in den Mann reinspringt, um den Kontakt zu provozieren. Und immer wieder taucht er auf den linken Flügel auf
unbemerkt von seinem Gegenspieler und schießt hier nun wieder zwei Freiwürfe. Letztes Jahr noch aktiv für Cibona Zagreb. Sein erstes Jahr in der SLR Basketball-Bundesliga. 28 zu 20. Willoughby. Eins gegen eins mit dem Kopf durch die Wand. McIntyre, 4 gegen 2. Abgelegt. Auf Rudigkeit, kein Foul. Ballbesitz für Würzburg. Eric Poole. Garrett für 3. Ja, versuchen Sie es zu oft von außen? Bleibt der Trend? Ja, ich glaube zu oft. Versuchen Sie es von außen. Auf der anderen Seite sind Sie natürlich auch in Ihren Möglichkeiten begrenzt, weil Poole beispielsweise ja mehr ein offensiver Rebounder ist, als jemand, der nun auch selber im Spiel 1 gegen 1 erfolgreich sein kann. Deshalb müssen Sie besser verteidigen, Sie müssen besser zurückkommen, damit Braunschweig gegen Ihre Halbfeldverteidigung spielt und Sie dann aus dem Stellangriff selber zu leichten Punkten kommen. Das ist Ihr Spiel und zu dem kommen Sie nicht. Und das ist vielleicht das probate Gegenmittel zum Korb gehen. Nicht immer wieder von außen werfen, sondern zum Korb. Wunderbar praktiziert von Robert Garrett. McIntyre. Kaum zu erkennen, dieser Sprungwurf im Ansatz. Nur 1,75. Klein 1 sollte man nicht vergessen. Er hat letztes Jahr in der ersten Liga in Frankreich gespielt. Da hat er im Schnitt 25 Punkte gemacht. Das ist eine Menge Holz. 11 Punkte Vorsprung für Braunschweig. Cool. Der war Top-Rebounder, als er in Schweden gespielt hat. Der war Top-Rebounder, als er in der Schweiz gespielt hat. Und jetzt ist er die Nummer 1 bei den Rebounds in Deutschland. Eric Poole. McIntyre wird gedoppelt. Das ist Doppeldribbel, oder? Foul. Foul gegen Demond Green. Sein erstes. Wir haben die Szene nochmals. Ja, so Doppeldribbel wäre es eh nicht gewesen. Da war nämlich Demond Green am Ball. So sah es aus. Aber der Unparteiische interpretiert das anders. Entscheidet auf Foul gegen Demond Green. Das war korrekt. Ricky Moore, alles Ball, Würzburg in Ballbesitz. Danko Krezic, der Mann mit der 4. Wieder die Faust. Wieder das hohe Blocken abrollen, noch 6 Sekunden. Und wieder der Fehlwurf von außen. Tja, die Quoten, die machen es deutlich. Nur 33% jenseits der Dreierlinie für die Gastgeber. Ein wesentlich besserer Wert für die Gäste aus Braunschweig. Das in fremder Halle. Ricky Moore. Nächste Ballverlust und Braunschweig kommt wieder ins Rollen. 3 gegen 2. Jetzt hätte ich fast gesagt, schulbuchmäßig ausgespielt. Den Ball durch die Mitte nach vorne getragen, dann abgelegt auf die Seite zu Marc Flick. Und wir sehen nochmals und das Foul gegen Ricky Moore. Also ich bin, ich gebe es offen zu, ein wenig überrascht über diesen selbstbewussten, teilweise sogar frechen Auftritt der Braunschweiger hier in Würzburg. Ich glaube, viel, wenn man sich diese Leistung anschaut, lässt sich wirklich erklären über die Leistung von McIntyre, der das Spiel kontrolliert, der immer wieder Dreier einstreut, die den Würzburgern sehr wehtun, der aber auch im Schnellangriff insbesondere den freien Mitspieler einsetzt, also seine Mannschaft sehr gut führt und ihr einen sehr schönen Rhythmus vorgibt. Marc Flick an der Linie mit 2 Fehlversuchen von der Freiburg.
Timur. Auf Krisic. Das wirkt ein wenig hilflos. Lightfoot. Ja, zu tief in die Zauberkiste gepackt und hätte auch einfacher haben können. Foul gegen Harald Stein. Gezogen von Ricky Moore. Das sieht so ein Mann wie Moore natürlich selbst im Schnellangriff, wenn er dann von Harald Stein verteidigt wird, der doch etwas langsamer ist als er, dann übernimmt er natürlich Verantwortung und versucht zum Korb zu gehen. Und man sieht hier, wenn man aggressiv ist, wenn man den Korb attackiert, dann passieren gute Dinge, unter anderem jetzt zwei Freiwürfe für ihn. Letztes Jahr in der CBA, so eine Art zweite Bundesliga in Amerika, wenn man das mal so vergleichen darf. Ein Mann, der was ganz Besonderes erreicht hat, der hat nämlich mal eine College-Meisterschaft gewonnen, aber dazu in der Halbzeit etwas mehr. Foul gegen Demand Green. Ein zweites. 33 zu 25 die Führung für Braunschweig. Jason Mayle, jetzt im Spiel für Harald Stein. Noch 3 Sekunden auf der 24-Sekunden-Uhr. Zum ersten Mal funktioniert sie, diese hochgepriesene Defense der Würzburger. Es muss Würzburg gelingen, besser zurückzukommen in die Verteidigung, nicht so viele Schnellangriffmöglichkeiten zuzulassen von Braunschweig, denn gegen die Halbfeldverteidigung von Würzburg hat Braunschweig doch erhebliche Probleme. Und der einzige, der punktet dagegen, ist dann der Aufbauspieler McIntyre. Einwurf Würzburg. Also es ist recht ruhig hier in der KAD-Halle beim momentanen Spielstand von 25 zu 33. Ich korrigiere mich, 28 zu 33. Verständlich. Würzburg ist eine sehr explosive Mannschaft zu Hause. Es kann also sein, dass sie innerhalb von 2-3 Minuten einen Vorsprung von 8-9 Punkten sehr schnell aufholen. Deshalb muss man sehr vorsichtig und aufmerksam sein als Gästemannschaft hier. Hier nochmals der erfolgreiche Dreier vom College Champ Ricky Moore. Auch der hat im College gespielt bei den Clemson Tigers. Wollen wir da vielleicht mal auf die linke Schulter genauer schauen. Da sehen wir nämlich einen Tigerkopf. Das ist nämlich das Maskottchen der Universität von Clemson, der Tiger. Damit Terrell, der Tiger McIntyre. Der überragende Mann bislang in diesem Spiel. Also er gewinnt bisher eindeutig das Duell der beiden amerikanischen Aufbauspieler. Und das macht sich eben auch an diesem 7-Punkte-Vorsprung der Braunschweiger deutlich. Rebound von Mark Flick. McIntyre. Offen für 3. Mark Flick. Missverständnis in der Defense der Würzburger. Da haben sie Glück da. Jetzt Überzahlspiel. 4 gegen 2. Krisic im Nachsetzen. 5 Punkte Rückstand für die Würzburg. Orlando Lightfoot gegen Krisic wird gedoppelt. Jason Mayle, exzellenter Distanzschütze. Ballbesitz für Würzburg. Dennoch gut gespielt von Braunschweig. Das Doppeln richtig gelesen. Den Ball auf die andere Seite gepasst. Man hat einen freien Wurf von einem guten Werfer bekommen, also dagegen ist nichts einzuwenden. Würzburg wirkt auch etwas statisch. Es ist
ist vielleicht nicht genug Bewegung im Spiel, aber jetzt wieder ein Dreier. Man ist nur noch 2 Punkte hinten. Also es ist erstaunlich, wie explosiv diese Mannschaft ist. Darko Krešić für 3. Nur noch 2 Punkte Rückstand. McIntyre abgelegt auf Mail für 3. Und er war wichtig. Der war ganz wichtig. Und wieder war McIntyre in der Lage zu kreieren, diesmal für andere. Und Mail, nachdem er gerade einen Dreier daneben geworfen hat, jetzt rein, aber Würzburg gleich im Gegenzug mit dieser Aktion von Kuhl. Eric Kuhl mit den letzten Punkten vor dieser Auszeit. Es gibt hohen Besuch hier in der KAD-Halle. Ein sogenannter Scout, ein Beobachter eines NBA-Teams, der ist hier in der Halle vor Ort. Und da schaut sich der Mann mit der Nummer 11 in Weiß an, den Würzburg Krešimir Lonka. Und dieser Herr, dieser Scout, der ist hier Supersonics, den hat mein Kollege Nils Jäger jetzt am Mikrofon. Ja, Manni, und dieser Scout, dieser Talentspeer der Seattle Supersonics heißt David Pendergraft. David, warum sind Sie hier in Würzburg? What brings you to the beautiful town of Würzburg? We have 2 second-round draft picks, and we're looking for a young European player that perhaps we can draft in the second round, and he can remain in Europe, fulfill his contract, and then when he's physically ready, come to the U.S., play in the NBA. Also die Seattle Supersonics haben nächstes Jahr 2 second-round draft picks und suchen sich ein paar Europäer, die man langsam aufbauen kann und dann nächstes Jahr in der zweiten Runde draften kann. Auf was achten Sie besonders? What are you looking for in a player who couldn't make it into the NBA? We're not really looking for a specific position. If they're a point guard or a 5-man, just someone that's young with a lot of potential that we can wait on him for 4 or 5 years. So it doesn't really matter about the position. Also die Position ist egal, Center, Flügel, Hauptsache jung und athletisch. Ich gebe ab an die Jungs. Tja, und Hauptsache talentiert. Vielleicht sehen wir ja einen, der momentan noch in Reihen der Würzburger steht, bald in der NBA. So, zurück zum Spiel. Braunschweig in Ballbesitz. Und diesmal geht's in die andere Richtung. Normalerweise verteilt nämlich Trevor McIntyre die Bälle. Diesmal war es Salia. Aber das nächste Foul gegen Würzburg. Orlando Lightfoot im Nachsetzen und das zweite Foul gegen Robert Garrett. Orlando Lightfoot auch einer dieser vielseitigen, schwer zu stoppenden Spieler in der Bundesliga. Ja, ein Spieler auch, der sowohl innen punkten kann, der allerdings auch ein erfolgreicher Dreierwerfer ist, der die Position 3 und 4 spielen kann, nur sehr schwer zu verteidigen. Foul gegen Stipe Sarlia. Er hat ihn hier festgehalten, seinen direkten Gegenspieler Eric Kuhl. Ricky Moore. Ich habe so das Gefühl, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, Ricky Moore macht das eventuell so zu einem Privatduell zwischen ihm und McIntyre. Diese Gefahr besteht immer, gerade bei, wenn zwei amerikanische Aufbauspieler gegeneinander spielen. Da ist es doch wichtig, dass beide verstehen, sie müssen für die Mannschaft spielen. Aber Würzburg hier mit einem tollen Stellangriff. Abgeschlossen von Eric Poole. Das ist das Spiel der Mannschaft. Das macht Spaß. Ziel für die Braunschweiger dürfte sein, mit dieser Führung in die Pause zu gehen. Airball von Orlando Lightfoot. 3 Punkte Rückstand für die Gastgeber. Marvin Willoughby, und das Ziel der Würzburger dürfte sein, mit einer Führung in die Kabine zu gehen. Bei solchen Aktionen wachsen jedem Trainer noch mehr graue Haare. Es war überhaupt kein Anlass für diese überhastete 1-gegen-1 Aktion von Lightfoot. Und gleich wird man bestraft durch 2 schnelle Punkte aus dem Schnellangriff. Schlussphase, erste Halbzeit. Braunschweig in Ballbesitz mit dem bislang überragenden Mann Terrell McIntyre. Einwurf für die Gastgeber, für Würzburg. Und jetzt haben sie die Gelegenheit, aus einem 1-Punkte-Rückstand doch noch die Führung zu machen. Psychologisch sehr wichtig. Es tut immer gut, wenn man das zweite Viertel stark beendet. Die Mannschaft geht dann doch mit besserem Selbstvertrauen in diese zweite Halbzeit. Und wenn man jetzt auch noch die Führung erhält, umso besser für Würzburg.
Ja, wir schauen uns nochmal die Quote an. Vorhin haben wir darüber gesprochen. Da waren wir, glaube ich, bei 32%. Die Quote geht nach oben. Die Quote geht nach oben. Die Mannschaft hat etwas besseren Rhythmus jetzt und war eben auch in der Lage, das ein oder andere Mal selber aus dem Schnellangriff zu punkten. Und das sind fast immer hochprozentige Würfe. Und so erklärt sich jetzt doch dieses sehr enge Spiel. Also aus 32% sind mittlerweile 42% geworden. Also deutliche Steigerung auf Seiten der X-Rays aus Würzburg. Noch 23 Sekunden zu absolvieren in der ersten Halbzeit zwischen Würzburg und Braunschweig. Ja, das ist vermutlich der Schlüssel auch für die zweite Halbzeit. Nicht mehr so viele Distanzschüsse, sondern vermehrt Schnellangriffe und vermehrt Würfe am Brett zu nehmen. Und die Mannschaft muss besser gegen den Schnellangriff zurückkommen. Es dauert zu lange. Das Umschalten von dem Angriff in die Verteidigung, insbesondere gegen die langen Leute, das muss korrigiert werden. So, wir rechnen ein bisschen. 24 Sekunden hatten wir für einen Angriff, 23 Sekunden waren auf der Uhr. Das heißt, Würzburg gehört der letzte Angriff in der ersten Halbzeit. Ricky Moore im Duell mit Jason May. Robert Garrett. Braunschweig im Ballbesitz, noch 3 Sekunden auf der Uhr, noch 1,7. Einwurf für die Braunschweiger. Jetzt bin ich mal gespannt, was Brad Dean macht. Das ist ja auch ein alter Fuchs. Er bringt auf jeden Fall schon mal wieder Terrell McIntyre. Riecht nach einem Dreier für McIntyre. Ja, eins, fast 2 Sekunden sind eine Menge Zeit. Da kann man in aller Ruhe den Ball nehmen, zum Korb schauen und abdrücken. Aber viel mehr als Ball ins Spielfeld rein. Werfen bleibt jetzt nicht mehr, zum Korb gehen. Also dafür reicht die Zeit nicht aus. Achten wir auf McIntyre. Ein zweiter Pass ist nicht möglich. Ja, gezählt. Tja, da haben wir falsch gelegen. Der geht doch noch zum Korb, Terrell McIntyre. Ich glaube, Ausdruck seiner Schnelligkeit. Der Korb zählt. Und damit haben wir die Halbzeitführung 42-39, die Führung. Ich gebe es offen zu, ich bin nach wie vor überrascht von der Vorstellung der Braunschweiger hier in Würzburg. Braunschweig spielt sehr routiniert, von der Spielanlage etwas reifer und abgeklärter als Würzburg. Ich glaube, Würzburg kann deutlich besser spielen und es ist noch alles drin in dem Spiel. Ich glaube fast, dass man froh sein kann, aus Würzburger Sicht nur 3 Punkte hinten zu sein, denn Braunschweig hat auch sehr stark gespielt, man selber eher nicht. Also hier ist noch alles drin heute. 3 Punkte Rückstand für die Würzburger. Nils Jäger im Gespräch mit Robert Garrett. Robert, gutes Spiel von dir bis jetzt, 11 Punkte. Sonst ist so ein bisschen der Wurm drin. Woran liegt? Ja, ich glaube, im Moment, wir treffen die einfachen Schüsse nicht. Die Schussauswahl ist eigentlich okay. Spielen manchmal noch zu viele Einzelaktionen, aber wir haben wieder aufgeholt und sind nah dran. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit können wir sie packen. Was muss sich ändern, konkret? Ja, wir müssen aggressiver spielen, Offense sowohl auch Defense. Die Schussauswahl, ich meine, die passt. Irgendwann fallen sie rein, das dauert nur noch ein bisschen, glaube ich. Okay, danke Robert. Wenn Sie im Besitz eines Personal Computers sind, dann können Sie natürlich eins machen, dann können Sie dieses Spiel auch per Internet verfolgen. Die Adresse www.sport1.de, dort wird das gestreamt, wie es heißt. Aber Sie können natürlich auch wieder hier dranbleiben. Wir machen nämlich eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück in der KfD-Halle. Und ich freue mich auf die zweite Halbzeit Würzburg gegen Braunschweig. Bis gleich. Jetzt ist dazugekommen sind die Gäste aus Niedersachsen in Schwarz und im Ballbesitz. Rajic, Bosnier, der Mann mit der 15, wirkt ein wenig behäbig, aber der ist schnell. Die ersten Punkte der zweiten Halbzeit, 44-39. Demond Green. Eric Poole. Robert Garrett, Topscorer bei den Würzburgern mit 11 Punkten im ersten Durchgang. Ricky Moore für 3. Garrett. Schön ausgespielt. Ricky Moore gezogen, den Verteidiger von Garrett gebunden und dann den schönen Pass gespielt. Salia. Lightfoot gegen Green. Und das Foul gegen Robert Garrett. Er weiß natürlich, dass er...
dann ist Feierabend. Aber er spielt jetzt doch gegen in der Verteidigung gegen Harald Stein, den man doch eher leichter verteidigen kann, der auch nicht zieht. Also im Moment hat er auch einen für ihn günstigen Gegenspieler. Im Gegenzug sieht man schön, wie Harald Stein ihn jetzt verteidigen muss. Der ist in der Lage, an ihm vorbeizugehen und diesmal Green zu bedienen mit dem freien Pass. Lightfoot forciert doch etwas das Spiel 1 gegen 1 gegen den kleineren Spieler von außen und das ist sicher eine eher ungünstige Lösung dieser Situation. Die Uhr, die Führung für Würzburg 47-45. Braunschweig muss jetzt aufpassen, dass Würzburg hier nicht plötzlich 10 Punkte hintereinander macht und man doch deutlich ins Hintertreffen gerät. Salier gegen Lommersen. Gut verteidigt vom Niederländer. Lightfoot auf Reimitsch. Und erneut Foul gegen Würzburg. Diesmal trifft es den Niederländer, den Mann mit der Nummer 14 in Weiß. Dirk Lommersen, wir kontrollieren mal. Da hätte man auch gegen Demand Green geben können, so wie ich das gesehen habe. Aber da brauchen wir, glaube ich, nicht zu spekulieren. Die Schiedsrichter haben entschieden. Drittes Foul gegen Dirk Lommersen. Also Robert Garrett mit 3 und Dirk Lommersen mit 3 Fouls. Und an der Linie Chenan Rajmic. Letztes Jahr noch aktiv in Siebeneck. Ein Punkt Vorsprung für die Gastgeber. Ricky Moore. Ja, clever gemacht, hat er gesehen, hat er plötzlich den Großen gegen sich. Ricky Moore dreht jetzt auf. Er ist ja auch als Amerikaner eine Leitfigur in dieser Mannschaft. Und jetzt Würzburg 3 vor. Braunschweig muss hier ganz gewaltig aufpassen. McIntyre gegen Moore. Ja, der ist schwer zu kontrollieren. Der ist zwar nur 1,75 klein, das ist auch nach Basketballstandards sehr klein, aber dafür ist er natürlich wieselflink. Hier zieht er das Foul gegen Ricky Moore. Auch das dritte. Auch auf die Gefahren, dass wir uns da wiederholen. Drei Spieler mit jeweils 3 Fouls auf Seiten der Würzburger. Welche Auswirkungen könnte das auf die Verteidigung der Gastgeber haben? Es ist sicher so, dass wenn Spieler merken, dass der Schiedsrichter nun, ich will nicht sagen gegen die eigene Mannschaft pfeift, aber kleinlich pfeift, dass die Spieler von alleine und instinktiv weniger aggressiv werden. Und natürlich müssen sie das auch, oder gerade die, die jetzt diese 3 Fouls haben. Insofern tut das sicher der Aggressivität der eigenen Verteidigung nicht gut. Gordon Herbert, Cheftrainer hier in Würzburg. Er muss etwas unzufrieden sein. Seine Mannschaft hat nun 3 Fouls begangen in diesem dritten Viertel. In Braunschweig noch keines. Also da fühlt er sich sicher gerade auch ein wenig benachteiligt. Demand Green. Moore. Gegen McIntyre. Airball und Rebound durch Sarlia. Harald Stein. Hier sehr schön sehen, wie Moore versucht, McIntyre nicht in Ballbesitz kommen zu lassen. Chenan Rajmic, nicht nur gefährlich am Korb, sondern auch aus der Mitteldistanz. Das Doppel sehr schön erkannt und den freien Mann im Halbpost angespielt. Eric Kuhn.
Minute offensiv. Und Burkhard Steinbach. Mit der Mütze, wie man im Fußball, glaube ich, sagt. Das wirkt nicht ganz elegant, aber das ist auch nicht sein Spiel. Er ist ein Arbeiter unter den Körben. Burkhard Steinbach seit 9 Jahren hier in Würzburg. Ja, und das haben wir gerade angesprochen. Er ist nicht der beweglichste. 2,12 Meter groß, wiegt 117 Kilo. Da kann man eigentlich nicht schnell sein. Außer man heißt Shaquille O'Neal. Das schließt sich oft aus. Man sieht hier allerdings, wie Braunschweig sehr schön versucht, den Ball nach unten zu bringen, zum Korb zu ziehen und so die Würzburger Verteidigung in Verlegenheit bringt. Und jetzt schon das 4. Foul der Würzburger, immer noch keines von Braunschweig. Ja, Burkhard Steinbach vom Beruf ist ein Landwirt. Wir haben eine Pferdezucht. Und der Co-Trainer in Würzburg, der hat es mir versichert, der Mensch besitzt eine Urkraft. Burkhard Steinbach. Aber jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt von Steve Salia an der Freiwurflinie für Braunschweig. 51:51. Noch 5 Minuten 35 im dritten Viertel. Ricky Moore. Also man spürt deutlich, Würzburg ist bedacht, das Tempo ein wenig rauszunehmen, nicht diese verfrühten Würfe zu nehmen. Genauso dominierend wie McIntyre am Anfang des Spiels war, so dominierend wird jetzt Moore hier am Beginn der zweiten Halbzeit. Inzwischen Topscorer bei den Würzburgern mit 15 Punkten, Ricky Moore. Jason Mayle für 3, Airball direkt in die Hände von Ricky Moore. Überzahl, 5-3. Das ist Basketball, so wie es die Fans hier mögen in der Karl-Diem-Halle. Fast Break abgeschlossen, Slam Dunk durch Eric Poole. Braunschweiger machen doch jetzt auch einen etwas müderen Eindruck. Salia kam gerade gar nicht zurück beim Schnellangriff. Reimitsch trifft nur die Brettkante. Würzburg kommt ins Laufen. Erneut Überzahl. Green. Braunschweig braucht eine Auszeit. Ein Mann, der dieses Spiel mitbestimmt in den ersten Minuten des dritten Viertels, ist auch er, Demond Green, der junge Nationalspieler. Aber der Assist, der kam vom amerikanischen Point Guard, der Würzburger Ricky Moore. Wir haben die Geschichte vorhin erzählt, College-Meister. Wir haben ein paar Bilder dazu. College-Champion 1999, die University of Connecticut. Mittendrin Ricky Moore, Starter und ausschlaggebender Faktor beim Sieg gegen den Favoriten aus Duke. Für Connecticut der erste Titel der Geschichte, für Ricky Moore der größte Triumph seiner Karriere. Wie sind seine Erinnerungen an diesen Magic Moment? Es war ein Riesenerfolg für das Team und mich, etwas, wofür wir sehr hart gearbeitet haben. Das Turnier war unglaublich aufregend. Ich habe gegen viele gute Spieler gespielt, die heute in der NBA spielen. Es war einfach eine wahnsinnige Erfahrung für mich. Zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten haben wir bislang erlebt. Durchgang 1 wurde dominiert von Terrell McIntyre und der zweite Durchgang in weiten Phasen jedenfalls von Ricky Moore. Ricky Moore drückt diesem Spiel jetzt seinen Stempel auf. Er wurde bisher auch nicht von McIntyre verteidigt, sondern von Mayle. Vielleicht hat ihm das auch gut getan. Und er hat es in der Verteidigung mit ihm zu tun, mit Mark Flick. Größenvorteil ausgenutzt. Flick ungefähr 15 cm größer. Clever gespielt von Braunschweig. Burkhard Steinbach. Robert Garrett hält sich in Sachen Punkte machen sehr zurück in der zweiten Halbzeit. Einwurf Braunschweig. Robert Garrett mit dem Fuß auf der Grundlinie und deswegen Ballbesitz für die Gäste aus Niedersachsen. Ja, Stichwort Privatduell. Könnte Terrell McIntyre jetzt ein Privatduell daraus machen gegen Ricky Moore? In der ersten Halbzeit lief es ja gut für den Braunschweiger Point Guard. Jetzt läuft es gut für den Würzburger Playmaker. McIntyre ist doch, obwohl er noch relativ jung ist, zu erfahren, um jetzt den Rhythmus zu verlieren. Er wird weiter versuchen, ruhig das Tempo zu diktieren. Aber man sieht wieder, dass Mayle doch Probleme gegen Moore hat. Er ist doch etwas zu schnell für ihn.
auch wenn er hier verworfen hat. So, die letzten Punkte für die Gäste, für die Braunschweiger durch Harald Stein. Und der Fehlversuch durch Terrell McIntyre. Garrett, Tempo nimmt zu. Aus der Ecke, Demond Green. Und der Rebound durch Mark Flick. Harald Stein, kläglich allein gelassen, aber das ist nicht sein Ding. Der nimmt die Liga lieber von außen. Würzburg in Ballbesitz. Garrett, Offensiv-Rebound Green. Und das Foul gegen Terrell McIntyre. Jetzt geht es hier munter hin und her und es scheint doch, gerade auch weil es ein Heimspiel für Würzburg ist, dass Würzburg in diesem schnellen Spiel einen Vorteil hat. Timeout, Auszeit, hier kann es Oliver Würzburg. . 57 zu 56 die Führung für die Würzburger. Schauen wir mal ein bisschen auf die Punktverteilung. Topscorer bei den Gästen aus Braunschweig. 19 Punkte für Terrell McIntyre, das heißt nur zwei Pünktchen im zweiten Durchgang. Und 11 Punkte für Mark Flick. Also zwei Leute von außen. Müsste da der Ball auch das Öffnen unter dem Korb gehen? Ja, das ist sicher eine Möglichkeit für Braunschweig, denn Würzburg hat ja doch auch einige Leute, die faulbelastet sind. Die muss man nun versuchen, doch etwas zu attackieren. Und sicher kann auch Lightfoot nach innen gehen und dort punkten, während Mark Flick ja doch jemand ist, der über den Dreier, also von außen kommt und vielleicht versucht, Braunschweig nun ihn von außen frei zu bekommen. Denn er hat 50% bisher in diesem Spiel von der Drei-Punkte-Linie geworfen. Er ist ein sehr starker Dreierwerfer und ein guter Rebounder. Wie cool, bleibt doch lieber eher in Korbnähe, instinktiv. Vielleicht kriegt man Mark Flick jetzt einmal frei für einen offenen Drei-Punkte-Wurf. An der Linie für die Würzburger Demond Green, auch einer dieser jungen, talentierten Leute in Rheine Würzburger. Gerade mal 21 Jahre jung. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über diese Talentförderung. Man achtet aber auch auf die berufliche Förderung. Er hat zum Beispiel eine Ausbildung als Schlosser gemacht und dann ist er Berufssoldat. Also das sind nicht nur leere Worte, sondern das ist Praxis. Und das haben wir gerade auch erlebt. Tippdank von Eric Poole. Den muss man unbedingt ausblocken. Hier haben wir die Szene nochmals. Er ist schnell auf den Füßen und den muss man unbedingt vom Korb weghalten. Den muss man unbedingt ausboxen, aber das war Mark Flicks Seite und das ist eben doch nicht seine Stärke. Jason Mayle für drei, verkürzt auf 59 zu 60. Das Spiel nimmt jetzt doch deutlich an Klasse zu. Das ist hier wirklich, also das muss man, eine hochinteressante Paarung jetzt. Garrett. Nicht sein Viertel bisher. In der ersten Halbzeit 11 Punkte, jetzt steht er bei 14. Nur 3 Punkte für Garrett und für die Braunschweiger durch Stipe Zachlia. Spielerwechsel bei den Würzburgern. Gordon Herbert reagiert, nimmt seinen Topscorer vom Parkett. Robert Garrett jetzt auf der Bank. Und bringt für ihn den Mann mit der Nummer 10, Marvin Willoughby, hier nochmals der Tippdank von Eric Poole. Ein Punkt Vorsprung für die Gastgeber. Burkhard Steinbach. Bei dem lassen natürlich viel Platz da oben an der Dreierlinie, denn von da wird er nicht werfen. Vielleicht mal im Training, aber sicher nicht im Spiel. Foul gegen Orlando Lightfoot. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es Freiwürfe gibt. Ja, das Foul während des Wurfes. Das erste Foul, die Nummer 14 gegen Orlando Lightfoot. An der Linie Eric Poole. Ein Foul, das man als Trainer doch nur sehr ungern sieht. Denn Poole ist kein hochprozentiger Werfer aus dem Feld. Und ihn jetzt an die Freiwurflinie zu stellen, das macht dann wieder graue Haare. Offensiv-Rebound, Marvin Willoughby, Ball raus. Das zweite Mal jetzt nach einem Freiwurf nicht ausgeboxt. Das sind kleine Unaufmerksamkeiten, die dann in der Summe einer Mannschaft sehr wehtun. Moore gegen McIntyre. Einwurf Braunschweig. Eric Poole zuletzt am Ball.
Noch eine Minute und 25 Sekunden im dritten Viertel. 2 Punkte Vorsprung für die Gastgeber. Salia auf McIntyre im Duell mit Moore. Gegen 2 kommt er nicht durch. Würzburg im Ballbesitz. Green für 3. Jason May. Unglaublich clever gemacht. Da lässt er den Verteidiger erst einmal an sich vorbeispringen. Dann wartet er und dann trifft er für 3. 1 Punkt Vorsprung für die Gäste. Cool. Ja, wir haben es angesprochen. Du hast es angesprochen. Die Würfe aus der Mitteldistanz, das ist nicht seine Stärke. Würzburg hat doch jetzt wieder etwas den Rhythmus verloren. Wieder etwas sehr das Werfen von außen übertrieben und deshalb Braunschweig nun wieder mit einer 1-Punkte-Führung. Das nächste Foul gegen die Gastgeber, gegen Burkhard Steinbach. Das Foul-Limit ist überschritten auf dem Konto der Gastgeber. Und damit gibt es jetzt automatisch mit diesem als auch jedem weiteren Foul der Würzburger 2 Freiwürfe für die Braunschweig. Stipe Sarlia. Da unglaublich, und ich meine das im positiven Sinne, abgezockter Spieler. Braunschweig hat sicher Vorteile, was Erfahrung anlangt. Und wenn man in der Lage ist, das Spiel knapp zu halten, dann glaube ich, hat Braunschweig auch durchaus eine Chance, hier mit diesem Erfahrungsvorteil zu gewinnen. Da ist er, Ricky Moore. Stark zu Beginn des dritten Viertels, jetzt taucht er wieder auf in der Schlussphase des dritten Spielabschnitts. Jason Mayle, ein hochklassiges Spiel zwischen Würzburg und Braunschweig in diesem Viertel. Also gerade den darf man natürlich dann nicht so frei stehen lassen und unaufmerksam sein. Denn der hat jetzt schon 2 Dreier reingeworfen, da muss man besser aufpassen in der Verteidigung. Die letzten Sekunden des dritten Viertels. Der letzte Wurf geht rein und er geht aufs Konto der Gastgeber. Ricky Moore zum Endstand 65-65 zwischen Würzburg und Braunschweig. Nach einem kurzen Zwischenstopp geht's gleich weiter mit Basketball Live. Braunschweig, offener Schlagabtausch. Das letzte Viertel, und so soll es ja sein, bringt die Entscheidung. Terrell McIntyre. Ja, sie geben ihm den Platz ganz bewusst, um hier 1 gegen 1 zu gehen. Aber ob das der Wurf ist, den er da haben will, ich möchte mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Foul gegen Orlando Lightfoot. Sein zweites. Wechsel bei den Braunschweigern. Raimic kommt zurück zu Salia. Ich glaube, da war Brad Dean gar nicht zufrieden, wie sich Salia da in diesem Halbfeldangriff bewegt hat. Er wusste gar nicht, wo er hin muss. Und aufgrund dieser Unkonzentriertheit wird er ausgewechselt. Marvin Willoughby. Moore gegen McIntyre. Oh, im Rückwärtsfall. Der hat Selbstbewusstsein aufgetankt hier im zweiten Durchgang. Lightfoot gegen Willoughby. 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 Verlegt. Ja, das ist einerseits seine große Stärke, manchmal auch sein Manko, dieses unglaubliche Temperament. Hinten macht er den Stil und vorne verlegt er das Ding. Hier haben wir es nochmals vielleicht als Grund, dieses überfeurige Temperament. Er war sich hier vielleicht auch nicht ganz sicher, ob er den Ball noch passen soll. Und dann war er doch zu nah am Korb. Und deshalb vielleicht der etwas unglückliche Abschluss.
kommt auch aus dieser Talentschmiede im hohen Norden namens Ristwedel. Marc Flick für drei. Ein Punkt Vorsprung für Braunschweig. 68-67. Urlaub. Ah, der will es wissen. Und wieder verlegt er. Über links gegangen, mit rechts abgelegt. Das ist nicht einfach. Das ist einfacher direkt am Korb. Reinig. Es ist Terrell McIntyre. Drei Punkte Vorsprung. Franco Kresic. Auch aus der kommt aus Wedel. Und der Mann, dessen Stärke wir kennen, Eric Poole mit dem Offensiv-Rebound. Spielversuch von Ricky Moon. Jason May auf Lightfoot. Verlegt. Man spürt deutlich die Angespanntheit auf beiden Seiten. Es bleibt weiter eine Schwäche im Würzburger Spiel, nach eigenen Fehlversuchen schneller umzuschalten vom Angriff in die Verteidigung. Schauen wir mal ein bisschen auf die Punkteverteilung bei den Gastgebern. Topscorer Ricky Moore, 21. Dazu. Gleich gibt's mehr. Hümmel, Dreierversuch von Marc Flick, segelt direkt ins Aus. Am Spielstand hat sich nichts geändert. 70-67 die Punktverteilung bzw. der momentane Stand. Vorhin waren wir bei Punktverteilung stehen geblieben. Bei den Gastgebern Ricky Moore mit 21, Eric Poole mit 14, Robert Garrett ebenfalls mit 14. Auf der Gegenseite bei den Braunschweigern nach wie vor der fleißigste Punktesammler Terrell McIntyre mit 19, gefolgt von Marc Flick 14, 12 für Jason Mayle und 10 von Sinan Reinic. Foul gegen die 14, gegen Dirk Lommerse, und das ist sein viertes. Robert Garrett muss jetzt doch versuchen, einmal aggressiver zu spielen. Er hat es ja im Interview in der Halbzeit gesagt. Mal zum Korb gehen, an die Freiwurflinie kommen. McIntyre. McIntyre macht es hier besser. Zieht mit seinem Landsmann Ricky Moore gleich. Beide bei 21 Punkten. Garrett gegen Mayle. Noch 6 Sekunden auf der 24-Sekunden-Uhr. Aber Würzburg bleibt im Ballbesitz. Doch nicht einfach aus der Position ein Dreier mit Brett. Die Frage wird sein, wie lange es sich Würzburg erlauben kann, ohne Ricky Moore hier zu spielen. Nummer 5, das hole er. Unnötig einordnen kann. Spielt da Müdigkeit vielleicht eine Rolle? Das kann sicher sein. Das ist jetzt sein viertes. Er verteidigt jetzt auch nicht gegen Ricky Moore, sondern das macht Orlando Lightfoot. Denn er muss im Spiel bleiben. McIntyre. Hier verteidigt von Demond Green. Ein gutes Anspiel von McIntyre, Würzburg 4 gegen 1. Robert Garrett, das ist etwas, was man wohl eine Aktion mit Ausrufzeichen nennt. Da war ihm klar, dass er den nicht stopfen kann, aber den wollte er stopfen und damit ein Zeichen setzen. Aber die Szene nochmals. Unglaublicher Drang zum Korb. Man sieht es jetzt sicher nochmal sehr schön für unsere jungen Zuschauer vielleicht auch. Vielleicht wäre es hier gescheiter gewesen, den Ball jetzt auf die linke Hand zu nehmen, den Körper zu benutzen und dann vielleicht ein Drei-Punkte-Spiel zu machen, anstatt jetzt nur zwei Freiwürfe zu haben. Aber genau richtig, er war aggressiv, das ist wichtig. Und er wollte ja auch ein Zeichen setzen für seine Mannschaft. Männer, es ist nicht vorbei, aggressiv weiterspielen, wir schaffen das. Gleichzeitig das zweite persönliche Foul gegen Marc Flick. Also noch keine Probleme für Flick. Ballbesitz für Braunschweig. Es wird schwer jetzt für Würzburg.
in Braunschweig ist erfahren. Sie wissen, wie man einen Vorsprung über die Runden bringt und haben den McIntyre, einen Spieler, der das Spiel perfekt kontrolliert und auch noch selber den Todesstoß sozusagen geben kann. McIntyre und der zählt und das dürfte das fünfte Foul gegen der Glommese gewesen sein, wenn es denn gegen ihn gewesen wäre. Aber es ist das fünfte gegen Terrell McIntyre. Offensivfoul gegen den amerikanischen Point Guard in Reihen der Braunschweiger. Vertretbare Entscheidung. Zu den Schiedsrichtern, Manfred, kann ich nichts sagen, denn nachher habe ich die am nächsten Samstag. Da bin ich der Dumme. Ja, gut. Aber man sieht an dieser Entscheidung, welchen Einfluss Schiedsrichter auf einen Spielausgang haben können. Und dass der Verlust von McIntyre natürlich gravierend ist, das ist, glaube ich, klar. An alle PC-Besitzer der obligatorische Hinweis. Nils, bitte. Die meisten von Ihnen werden es natürlich bereits wissen. Dieses Spiel wird parallel übertragen im Internet auf www.sport1.de. Und betreuen tut die ganze Geschichte diese junge Dame Isabella Müller-Reinhardt. Isabella, was passiert gerade im Chat? Ja, ich glaube, die ganzen Profis von morgen sind heute da. Lauter 14-jährige Kiddies, die selber B- oder C-Jungen spielen und sich heute bei den Profis mal was abgucken wollen. Und nach dem Spiel erwartest du, glaube ich, deinen Lieblingsspieler, oder? Robert Garrett, ein Frauenschwarm, nachher im Chat. Ihr alle könnt dann Fragen stellen und er steht Rede und Antwort. Letzte Woche haben wir über deine Heiratsanträge gesprochen. Hast du schon welche gekriegt heute? Nee, deswegen habe ich mir jetzt ein Maskottchen mitgebracht. Der sitzt da ganz brav und ja, vielleicht funktioniert oder klappt es mit ihm besser. Okay, danke. Zurück zu Manni. Tja, die entscheidende Frage dürfte sein, wie kommt Braunschweig ohne seine Lenker und Denker aus, ohne Terrell McIntyre? Denn der sitzt jetzt mit seinem fünften persönlichen Foul auf der Bank der Braunschweig. Noch 5 Minuten und 32 zu spielen. 68 zu 74 der Spielstand aus Sicht der Würzburger. Garrett. Das nächste Foul gegen die Braunschweiger. Diesmal gegen Stipe Sarlia. Er ist noch nicht in der Gefahrenzone. Das ist erst sein drittes Foul, beziehungsweise sein zweites. Aber Robert macht hier aber genau das Richtige. Er zieht zum Korb. Er wird zwar nicht gefoult, aber die langen Leute müssen an ihm helfen und dadurch hat Poole eine bessere Möglichkeit, zum offensiven Rebound zu gehen, weil die langen Leute ihn ja jetzt nicht ausboxen können, denn sie helfen ja an dem ziehenden Spieler. Und so muss Robert spielen, um hier seine Mannschaft zu helfen. So, der neue Point Guard bei den Braunschweigern heißt Jason Mayle. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Würzburger vielleicht noch einen Schlag zulegen in der Defense. Denn die wissen natürlich auch, der Mann, der den Ball normalerweise in den Händen hält, der sitzt jetzt auf der Bank. Harald Stein. Mayle. Noch 5 auf der Uhr. Geschickt, abgelegt auf Salier. Also macht Jason Mayle gar nicht so schlecht. Das hat er gerade sehr schön gemacht. Den freien Mann gefunden. Etwas schlecht rotiert von der schwachen Seite vielleicht. Aber das ist ein Ballverlust, der jetzt wehtut. In dieser entscheidenden Phase muss man doch schauen, dass man Würfe bekommt und keine Ballverluste hat. Schön zu sehen, die Braunschweiger ziehen das Spiel weit auseinander. Das macht es der Defense der Würzburger natürlich umso schwerer. Jason Mayle. Auf Manfred. Offen für 3. Und Ballbesitz für die Würzburger. 6 Punkte Vorsprung für die Braunschweig. Noch 4 Minuten und 30. Interessanterweise hat auch Würzburg erst 2 Fouls begangen in diesem letzten Viertel. Also die Mannschaft kann auch von der Aggressivität her noch zulegen, während Braunschweig doch vorsichtig sein muss, weil bei jedem Foul jetzt Würzburg zu Freiwurflinie geht. Boah. Gegen Stein, gegen Salia, gegen 2. Würzburg bleibt im Ballbesitz. Und der verpasste Tip-In von Eric Poole und Ballbesitz für die Braunschweig. Harald Stein. Das ist kein Sprungwunder, aber der weiß, wo der Ball hinkommt. Ein unglaublich cleverer Spieler. Jason Mayle. Noch 3 Minuten und 40. 6 Punkte Führung für die Braunschweig. Ein ganz wichtiger Ballbesitz hier für Braunschweig.
Der zählt. So entscheiden das die Schiedsrichter in letzter Sekunde. Der Dreier zum 79:70. Oh, der tat weh. Der tat ganz weh und man muss wirklich sagen, Jason Mail spielt hier eine ganz starke zweite Halbzeit. Der tat natürlich weh aus Sicht der Würzburger. Der tat verdammt gut aus Sicht der Braunschweig. Cool gegen Salia. Das nächste Foul gegen den kroatischen Centerspieler bei den Braunschweigern. Ein schlimmes Foul, denn Pool ist doch ein eher unterdurchschnittlich guter Freiwerfer. Und diese beiden muss er erstmal reinmachen. Braunschweig muss jetzt natürlich gegen die Pressverteidigung von Würzburg sehr aufpassen, das Doppeln schnell bekämpfen und weiter den Ball kontrollieren. Ja, schauen wir mal auf seine Quote bislang. Sechsmal stand er an der Linie und 4 hat er getroffen. Bislang 66%. Das ist nicht besonders beeindruckend. Aber noch besser als die Freiwurfleistung, die er bisher in diesem Jahr über die Saison gebracht hat. Es ist dabei daneben, also haben sich diese beiden, dieses Foul durchaus gelohnt. Leicht verschenkte Punkte durch Eric Poole. 9 Punkte Vorsprung für die Gäste aus Niedersachsen. Mail. Er hat hier die Kontrolle übernommen. Jason Mail gegen Ricky Moore. Ah, clever gemacht. Wollte er ausschließlich das Foul gegen Ricky Moore ziehen. Wir haben die Frage gestellt, wie reagieren die Braunschweiger auf den Verlust von Terrell McIntyre? Wir haben eine passende Antwort bekommen von Jason Mail. Überzeugende Vorstellung bislang. Ganz überzeugend. Man sieht hier, dass Theorie und Praxis zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sind. Und hier macht er eine wirklich intelligente Entscheidung. Er zieht, forciert die Hilfe vom großen Mann und findet dann seinen Mitspieler für 2 leichte Punkte. Noch 2 Minuten, 54 Sekunden zu spielen. 9 Punkte Rückstand. Was müssen die Würzburger tun? Die Würzburg muss zunächst hoffen, dass Mail jetzt seine beiden Freiwürfe daneben wirft und muss dann natürlich unbedingt versuchen zu punkten und Braunschweig zu stoppen. Und noch hat man ja auch das ein oder andere Foul zu geben. Also man muss, was die Aggressivität angeht, zulegen und vielleicht, und das macht die Mannschaft jetzt auch, klein spielen. Poole rückt jetzt auf die Center-Position, Willoughby auf die Position 4. Also wir werden in den letzten 3 Minuten eine sehr aggressive Würzburger Mannschaft sehen, die Ballverluste provozieren will, um dann selber zu leichten Punkten zu kommen. Jason Mail seine ersten Freiwürfe in diesem Spiel. Er macht hier einen Fehler, den unsere jungen Zuschauer sicher nicht machen sollten. Er schießt den Freiwurf und geht noch im Schuss zurück von der Linie. Man bleibt an der Linie stehen, bis der Ball durch den Korb geht. Ja, manchmal, ob er das gehört hat, für seinen zweiten Versuch. Ja. Alles Nylon. 10 Punkte Vorsprung für die Braunschweiger. Noch 2 Minuten 50. Ricky Moore. Und das nächste Foul gegen die Braunschweiger. Gegen die 10, gegen Mark Flick. Sein drittes. So, Entscheidung geht in Ordnung. Ich habe es nächste Woche nicht mit den Schiedsrichtern zu tun, deswegen lege ich mich mal fest. 2 Freiwürfe für Robert Garrett. Das war sein 4. Treffer beim 6. Versuch von der Freiwurflinie. Das ist der Sieg. 71:80 aus Sicht der Gastgeber. Noch genügend Zeit, dieses Spiel zugunsten der Würzburger umzubiegen. Harald Stein. Noch 10 auf der 24-Sekunden-Uhr. Jason Mayne, noch 5, noch 4. Jetzt wird es Zeit. Den muss er nehmen. 24 Sekunden nur abgelaufen. Das ist ja die neue Regel. Der Ball muss mit ertönen.
der Sirene am oder im Ring sein. Ansonsten erleben wir das, was wir gerade gesehen haben. Dieser Korb hätte auch nicht gezählt, wenn der Ball reingegangen wäre. Aber Braunschweig hat hier doch sehr schön die Höhe runtergespielt, keinen Ballverlust gehabt. Und führt immer noch mit 9 Punkten. Ballverlust durch Robert Garrett. 3-2. Und der nächste Ballverlust. Ja, da merkt man natürlich auch bei Jason Mayle, obwohl er das bislang sehr gut macht, diese Vertretung für McIntyre. Es ist für ihn zum Teil was Neues, den Ball da durch die Mitte nach vorne zu bringen. 2:06. 9 Punkte Rückstand. Was ist mit Ricky Moore? Groß hat er aufgespielt im dritten Viertel. Aber was macht er jetzt, wenn es zählt? Er findet erstmal Eric Poole. Jetzt bin ich gespannt, ob die Würzburger übers ganze Spielfeld fressen. Ja, was bleibt denn anders übrig? Ja, sie haben eine sehr kleine, athletische, aggressive Mannschaft auf dem Feld und müssen das natürlich jetzt entsprechend nutzen. Lightfoot trifft. Ganz wichtiger Punkt für die Niedersachsen. Gerade er, der heute doch ein eher schlechteres Spiel gemacht hat. Aber Robert jetzt mit den schnellen Aktionen zum Korb. Würzburg hat natürlich jetzt nicht mehr viel Zeit. Man muss schnell eine korbgefährliche Aktion haben. Aber hier sieht man nochmal sehr schön diesen Spin-Move von Lightfoot und diesen sehr schönen Abschluss. Und deshalb hat man natürlich und will man gerne erfahrene Spieler haben, die, obwohl sie eigentlich ein eher schwaches Spiel haben, wichtige Würfe dann verwandeln. 3-Punkt-Spiel für Robert Garrett von 76-82. Der Rückstand schmilzt auf 6 Pünktchen. Noch 1:27. Lightfoot gegen Green. Nochmals der Wurf von Lightfoot. Diesmal klappt es nicht. Rebound bei Poole. Würzburg hat alle Chancen, dies Ding noch umzubiegen. Garrett von der Freiwurflinie. 78-82. Nur noch 4 Punkte Rückstand. Robert zeigt doch hier seine Klasse. Er hat eigentlich ein eher schwächeres Spiel gespielt bisher, aber spielt hier mit großem Selbstvertrauen, macht diesen eigentlich gar nicht so leichten Wurf rein. Also er zeigt hier durchaus seine Klasse. 21 Punkte inzwischen auf dem Konto von Robert Garrett, ebenso wie Ricky Moore, aber die Punkte hatte er schon Ende des dritten Viertels. Salia in etwas ungewohnter Rolle. Als Playmaker. Da ist er. Stipe Salia gegen Eric Poole. Noch 10 auf der 24 Sekunden nur. Wir haben es angesprochen, der ist clever. Der ist clever, hat sich sehr schön zur Mitte gedreht. Er zählt. Robert Garrett. Und der Steal. Green, der zählt auch. Da sind sie wieder dran. 80-84 der Spielstand. 82-84. Wollen wir die Punkte nicht vergessen? Nur noch 2 Punkte Vorsprung für Braunschweig. Das Ding ist wieder offen. So, jetzt eins nach dem anderen. Ein weiteres Foul gegen Würzburg. Die Würzburger haben die Foulgrenze überschritten. Und dementsprechend gibt es jetzt 2 ganz wichtige Freiwürfe für die Braunschweiger, aber da steht einer an der Linie, der das kann, nämlich der Mann mit der 9, Harald Stein. Der erste sitzt. 85-82. Würzburg muss sich jetzt beeilen, versuchen einen schnellen Wurf zu bekommen und das bekommen, was man 2 for 1, 2 für 1 nennt. Es ist noch genug Zeit hier. Das macht Robert hier. Robert Garrett, Ricky Moore. Und Rebound von Orlando Lightfoot. Aber ich glaube, das war zuvor ein Foul. Da hat er nämlich den Würzburger Gegenspieler in den Rücken geschoben. So sieht es der Schiedsrichter auch. Wir kontrollieren nochmals. Also wir konnten es nicht genau erkennen, aber Marvin Willoughby segelt da durch die Lüfte. Ein Indiz dafür, dass das Foul gegen Orlando Lightfoot geht. Sein drittes. Wir
86 zu 82 die Führung für die Braunschweiger. Haben wir mal rein, ob wir verstehen können, was Brad Dean seiner Mannschaft noch mit auf den Weg gibt. Sagen, was hat Brad Dean seiner Mannschaft noch vorgegeben? Er hat sie darauf vorbereitet, dass Würzburg jetzt pressen wird und er hat Salia vorgegeben, zur Mitte zu kommen, wenn die Aufbauspieler überspielt sind und dort den Ball zu bekommen. Denn Würzburg wird ja nun sicher nach diesen beiden Freiwürfen pressen und darauf muss man die eigene Mannschaft vorbereiten. Zwei Freiwürfe für Marvin Willoughby. 22 Jahre jung. Die Frage zwingt sich förmlich auf. Hat er die Nerven, die beiden Freiwürfe zu versenken? Der erste sitzt. 83, 86. Noch 27 Sekunden auf der Uhr. Kann er verkürzen? Ja. 86, nur noch zwei Punkte Rückstand. Salia wird sofort gefoult von Marvin Willoughby. Sicher die richtige Entscheidung zu versuchen, den Ballverlust zu produzieren und dann, wenn man das nicht geschafft hat, konsequent zu foulen. In dem Fall mit Salia einen erfahrenen Spieler, aber doch jemand, der kein sonderlich guter Freiwerfer ist. Er stand in diesem Spiel siebenmal an der Linie und lediglich zweimal getroffen. Das ist natürlich meilenweit von einer ordentlichen Quote entfernt. Gerade in der Situation tut es Braunschweig natürlich weh, einen so sicheren Freiwerfer wie McIntyre nicht im Spiel zu haben. Und das könnte sich als eine gute Entscheidung herausstellen, Stipe Salia in dieser Schlussphase gefoult zu haben. Denn der zweite geht auch daneben. Würzburg in Ballbesitz. Zwei Punkte Rückstand. Und das nächste Foul. Foul gegen Braunschweig von Harald Stein. Noch 22 Sekunden auf der Uhr. Beide Teams haben schon lange die Mannschaftsfoulgrenze überschritten. Deswegen gibt es auch in diesem Fall Freiwürfe für Würzburg. Der Ausführende Robert Garrett. Schauen wir mal auf seine Quote. Achtmal stand er an der Linie, sechs hat er getroffen. 75%, das ist gut. Bislang. Trotzdem von Harald keine schlechte Entscheidung hier zu faulen. Denn Würzburg kann maximal gleichziehen. Und seine Mannschaft hat jetzt mit dem möglicherweise letzten Ballbesitz die Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Zu 86. Es könnte hier eine Verlängerung geben. Verteidigt man jetzt oder fault man? Es sieht so aus, als wenn Würzburg hier nicht faulen würde. Noch 10. Orlando Lightfoot gegen Demond Green. 1 gegen 1. Noch 6 auf der Uhr. Lightfoot wirft und trifft. Zeit noch. Genug noch. 5 Sekunden für diesen letzten Angriff. Robert Garrett geht nicht zum Korb, wirft, trifft nicht, das Spiel ist aus, das Spiel ist vorbei. Braunschweig gewinnt in Würzburg 88 und 86 in einem dramatischen Finale, in einem über weite Strecken hochklassigen Spiel. Wirklich ein insbesondere in der zweiten Halbzeit, man wird hochklassiges Spiel. Beide Mannschaften haben hier, glaube ich, hervorragenden Basketballsport gezeigt und man kann sicher den Würzburgern keinen Vorwurf machen, nicht gefoult zu haben. Es ist immer eine 50-50 Entscheidung. Hier hat jetzt Lightfoot, man sieht es nochmal sehr schön, einen schwierigen Wurf gemacht. Dadurch das Spiel entschieden. Es hätte genauso gut andersherum sein können. Also eine taktisch durchaus auch vertretbare Entscheidung, hier nicht zu foulen. Der Mann, der den entscheidenden Wurf getroffen hat, der steht jetzt bei Nils Jäger. Bitte schön. Orlando, du hast den entscheidenden Wurf getroffen. You hit the last shot. What are your feelings right now? Well, I feel really good about this win because we need to get at least 2 wins before Christmas on the road. I was struggling all game. I was rushing a couple shots. And when Trail went out, we struggled.
And I felt like it was up to me to make something happen. Also er hat sich nicht ganz leicht getan im ganzen Spiel, sagte er, aber es ist sehr wichtig, dass sie noch mal mindestens zweimal auswärts gewinnen vor der Weihnachtspause. Was it especially important this win because you lost, because you won against the direct guy in the championships? Es ist besonders wichtig, weil ihr gegen einen direkten Konkurrenten in der Tabelle gewonnen habt. Exactly, because this erases the win against Gießen at home, and if we can get the home game against Hamburg and probably still win in Trier and see what happens at Bonn. Also in Hamburg, in Trier wollen sie gewinnen und natürlich auch in Bonn. Er nimmt sich viel vor. Thanks a lot, great game. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung mit der Expertenanalyse von den Jungs. It's a beautiful